Hallo und willkommen bei Haruka Entertainment. Ich möchte heute das zweite von den drei geplanten Themen eröffnen. Es geht um Immobilieneigentümer. Zu meinen Kindertagen hieß es oft dazu, schaffe, Häusle baue. Ich weiß nicht, wie das bei YouTube funktioniert, aber ich klatsche das einfach mal hier in den Kanal mit rein. Falls ihr so Bahnfans seid, dann einfach die Bahnvideos angucken. Falls ihr mehr so Immobilienfans seid, dann die Immobiliensachen anschauen. Also, ihr müsst ja nicht jedes Video angucken und es hat YouTube. Da ist es nicht so überschaubar oder sortiert. Strukturiert wird es bald mit Logos und mit Videobeschreibungen und so. Also, da kann man schon sehen. Bahn Basics zum Beispiel wäre für Bahn und Häusles wäre dann mehr für Häuserchen. Zum technischen Verständnis. Ich weiß, es wirkt ein bisschen chaotisch, aber beispielsweise die Konkurrenz Rootube, die hat da Kataloge zum Aussuchen und man kann so ein bisschen sortieren die Sachen. YouTube hat einen Algorithmus, ein super hochintelligenter Computer, der schon findet, was man sucht, bevor man weiß, was man sucht. Also für mich war die Option oder die Möglichkeit vom Vermietertagebuch, der war für mich so inspirierend für die ganze Geschichte, eine Lehre draus zu ziehen. Ich meine, mitunter ist es ein kompliziertes Thema und oft spricht man nicht sehr viel darüber, weil auch es eine gewisse Unternehmertum ist, das man gerne verkauft. Aber das Internet gibt irgendwie etwas wenig dafür her. Speziell Vermietertagebuch würde ich sagen, ja gut, der Mensch, der hat jetzt nicht mehr so das Interesse an Immobilien und sowas. Der hat zeitweise das Wissen verkauft, aber jetzt hätte er etwas Unternehmenskultur da lassen können. Ähnlich wie mit der Bahn ist die Sache auch so gestaltet. Meist wird das Wissen gegen Geld teuer verkauft. Im Vergleich zu sagen, also Lokführer hat ja seine Fachthemenbereiche, die werden meist verkauft für teuer Geld und ob das was taugt oder was für die Praxis bringt, ist wieder eine andere Sache eigentlich. So ähnlich ist es eigentlich mit den Immobilien. Nur, dass es da sehr komplexer wird. Man hat sehr viele Fachbereiche, in die man sich entwickeln muss. Und da glaube ich nicht so an die Geschichte, dass man sich das alles kaufen kann. Coachings, Seminare etc. Aber ich denke mal so im Detail, wenn man so in Steuertechnische zum Beispiel einsteigt, dann merkt man, wo eigentlich kreativer Spielraum ist. Und ich meine, ich nehme mir nicht die Freiheit, dass ich sage, ich weiß alles. Es gibt auch viele Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, ich möchte da etwas Unternehmenskultur da zurücklassen, meine Art von Resilienz und Lebensinhalt, denn ich ein bisschen Taschengeld vielleicht zurückkriege. In der Hoffnung, irgendwann wie Vermietertagebuch doch etwas mehr zu verdienen, aber unterm Strich glaube ich, ist es einfach der Allgemeinbildung, der Akzeptanz und vielen anderen Punkten sinnvoll, es hier öffentlich zu breit zu machen. Eine der weiteren Themen ist auch die Akzeptanz, also öffentliche PR ist es mehr oder weniger. Wenn man zum Beispiel Autos spricht, dann können einem viele über PKWs was erzählen, aber wenn man über Häuschen oder sowas redet, da hat man schon Schwierigkeiten, dass man überhaupt so die Strukturen und die ganzen Sachen drumherum versteht. Also ich habe häufig im Gespräch gehört von wegen du Immobilienmogul, aber da ist man ja weit entfernt, das ist ja ein Riesenschritt oder weiter Weg. Und es sind ja immer noch Unterschiede, wie man da sich entwickelt und was für Strategien man hat. Das Geld, wo das sich bewegt und Immobilien muss man halt verstehen bei manchen Sachen. Und da macht es relativ viel Sinn, wenn man gewisse Strategien hat. Wenn man ins Detail zum Beispiel Autos geht, Turbolader, AdBlue, Direkteinspritzung und so ein Zeug, also könnte man Leuten irgendwas erzählen. Ich könnte damit nichts anfangen, finde das auch nicht verkehrt, wenn Leute sich für sowas interessieren. Aber wenn man so ins Detail mit Häuschen geht, da kann man sich nicht unterhalten. Und ich glaube, das wäre so ein Erfolg des Kanals, wenn man da so ein bisschen den Leuten da so das Verständnis bringt. Von der Geldkalkulation bis zum technischen Umsetzen des Häuschenbauens, beispielsweise Wärmepumpen. Also da waren viele Leute überfordert oder überfragt, was da eigentlich von den Leuten will, warum die sich da so aufregen und sowas. Und von vornherein will ich sagen, es gibt keinen Ausbildungsberuf, was mich ein bisschen schockiert hat als Eigentümer oder Investor oder sonst irgendwas. Das macht jeder einfach so.
Also irgendwie war die Bürokratie für mich immer so ein Hemmnis, wo ich dann immer dachte, so ein Schwachsinn. Aber wenn man in dem Punkt irgendwie sich entwickelt, hat man irgendwie so ein bisschen Angst. Also so ging es mir und es ist zu Recht so. Also manche Leute, die haben da keine Angst, die laufen halt ins offene Messer. Andere haben halt Glück oder kein Glück. Und ich möchte da auch die Punkte von anderen Seiten beleuchten, dass man so ein bisschen von der bodenständigen Seite die ganze Sache betrachtet und das realistisch mal so sieht. Ein Haus zu bauen, finde ich einfach viele Schritte zu weit gegangen irgendwie. Das ist ja der Traum von jedem Menschen heutzutage oder überhaupt im so Grundinstinkte irgendwie, dass man sich ein Häuschen bauen kann und sowas, aber das ist einfach mittlerweile ein bisschen zu weit gegangen. Also ich meine, zum Beispiel ein Orchester, man kann nicht ein Orchester dirigieren, eine ganze Ballade oder sonst irgendwas, Lieder erfinden oder komponieren. Man muss einfach anfangen, ein Instrument spielen zu können. Und das sind so Punkte, wo ich sage, die kleinen Schritte davor fehlen einfach für den großen Schritt. Und da möchte ich ein paar kleine Treppen da lassen für die Zuschauer, die dann bei mir mitschauen. Ich meine, so ein Actionfilm, wo alle durch die Gegend ballern und der Held nie getroffen wird und sowas. Den Narzissmus füttern möchte ich hier nicht, aber mein Ziel ist es mehr so, die Informationen zu bringen. Mitunter gemeinnützig, also das, was der Kanal so einbringt, mitunter ein bisschen spenden und ein bisschen auch für die Fachspezialisten dann engagieren, mit denen wir dann diese Themen dann auseinandernehmen können. Also ich möchte mich da auch sehr viel entwickeln und möchte mit euch den Weg öffentlich gehen. Einer der Punkte ist, die ich auch sagen möchte, ihr seht, ihr kauft nicht die Katze im Sack. Also wenn man sich Coaching holt oder sowas, man zahlt einen Haufen Geld und weiß nicht, was man da kriegt. Und für mich ist eher so das Problem immer, dass ich nicht schnell genug lerne bei manchen Sachen. Also du hast dann halt den kurzen Zeitraum, wo du halt dann die ganzen Sachen wie ein Schwamm schnell aufsaugen musst und was auf der Seite rausfällt, dann ist halt weg. Und ich glaube mal, bei meinem Portal oder meinem Kanal kann ich dann die Möglichkeiten offenlegen, dass man sich das nach und nach, wenn man seine Zeit findet, die Wissenslücken füllt. Ich denke da so an Immocation oder sowas, da hatte ich eine Weile zugeschaut und dachte, irgendwie hast du nichts gelernt. Ich bin selber selbstständig in dem Punkt, also den Weg schon ein paar Mal gegangen, also als Immobilieninvestor schon ein paar Mal Steuern eingereicht und sowas. Und da habe ich halt gemerkt, es fehlen halt viele Sachen, die eigentlich zum Problem sein können oder werden können. Also einer der Top Medienerscheinungen ist Alex Fischer von Düsseldorf, wo ich sage, der hat es echt super gesagt. Man muss ein Unternehmen erst geführt haben, dann kann man anfangen zu coachen und zu erzählen und die Theorie rüberzubringen. Also mir ging es so, wo ich dann die ersten Schritte gemacht habe, dass ich mir irgendwie wie eine Kuh vorkam, die gemolken wird. Jeder schaut, dass er das kriegt, was er braucht, Geld von mir. Und ja, ich stehe dann mit runtergelassenen Hosen da, weil ich nicht das Wissen habe, das ich eigentlich haben sollte. Auch die Konflikte dann zwischen den Fachthemen, die sich überschneiden und dann denkt man, ja gut, das kann man sich ja kaufen eigentlich oder sollte man sich ja bezahlt kriegen oder sowas. Also Theorie und Praxis geht da auch so ein bisschen weit auseinander. Und ja, ich versuche es auf meine Weise euch rüberzubringen, dass ihr von mir auch etwas mitnehmen könnt. Einer der Punkte war zum Beispiel GmbH oder nicht. Man kann ja es recht leicht versteuern. Das ist ganz einfach. Mit der Steuererklärung reicht man das ein und hat seine Steuern erklärt. Vermögensverwaltung heißt das im Fachjargon Deutsch. Zum Glück noch recht unkompliziert. Hat der Staat sich das noch nicht entkräftigen können. Es gibt jedoch die Möglichkeiten, andere Strukturen aufzubauen, um Immobilien zu vermieten. Und Immocation zum Beispiel hatte sehr für GmbH geworben. War so ein Ding, wo ich dann dachte, hä? Warum eigentlich auch nicht? Und so die letzten Monate hatte ich auch so die Erfahrung oder die Erkenntnis bekommen, ja, da macht es Sinn, macht es nicht Sinn. Eine zweischneidige Geschichte, aber würde man manche Sachen betrachten, dann ja, würde man auch verstehen, warum, aber eigentlich ärgert es mich, dass niemand das anspricht. Also gewisse Sachen sind sehr logisch. Alex Düsseldorf-Fischer hatte das auch sehr schön erklärt.
Thema, zum Beispiel Steuerberater und sowas, da werde ich auch mal ein Video von machen. Das ist einfach irgendwie ärgerlich, wo ich dann sage, ja gut, mache ich das halt. Es gibt auch viele Punkte, wo ich dann meine Perspektive und Weltanschauung gedreht habe und etwas gereift bin, sagen wir es mal so. Also ganz prinzipiell bin ich ja nicht um 180 Grad mich umgedreht und vergessen, von wo ich kam oder so. Aber bestimmte Sachen sieht man halt dann anders irgendwie. Wenn jemand etwas wohlhabender ist, dass er nicht gleich gierig oder geizig ist oder ein schlechter Mensch oder sowas. Auch philosophische Sachen, die sich überschneiden oder Sinn machen, wie zum Beispiel das japanische Ikigai, das bei uns in unserer Kultur, finde ich, sehr kurz kommt irgendwie. Bestimmte Punkte einfach nicht vereinbar sind, warum auch immer. Also ein Ding, wo ich dann sage, ja gut, vielleicht wenn man es von meiner Perspektive oder als Eigentümer das mal so ein bisschen widerspiegelt, dann versteht man das Problem, das man sich macht. Ich glaube, das ist so ein kleiner Teil zum Zusammenhalt in der Gesellschaft, der gar nicht so verkehrt ist, der auch dazu beisteuert, im Gegensatz zur jetzigen Politlandschaft, dass man mehr so auf Spalten aus ist. Naja, dann wollen wir mal auf die Themen eingehen, was das alles so in sich eingeht. Das erste Unterthema ist Steuernkalkulation, Strategien. Also hier in dem Berufsfeld wäre ein Buchhalter oder ein Steuerberater am sinnvollsten eigentlich. Das ist so der erste Beruf, der mit der Geschichte zusammenhängt direkt. Die meisten tun das Outsourcen, aber da werde ich im Detail noch reingehen, warum ich das selber mache eigentlich. Stichwort Steuersache ist Chefsache. Ich versuche da mit vielen mich auszutauschen, aber ja, konnte da fast niemand von treffen. Damit sich auskennen, naja, ist ein bisschen schwierig, das Thema. Es ist wie nach Gold schlürfen. Es ist sehr mühselig, aber es kommt Gold dabei raus. Richtig wertvolle Wissen. Ich glaube, Kalkulation, das ist so das Leichteste, quasi, würde ich mal sagen. Wobei ich sagen würde, so einfach ist es nicht, wie das einem so vorkommt. Also wenn man jemanden trifft, der sich mit Immobilien auskennt, das ist so das erste Thema, was man dann wenigstens besprechen kann. Es ist eine 5% mit 10% Rendite, bla bla blub. Damit unter diesen Prozenten finde ich auch interessant, dass es noch niemand irgendwie gesagt hat, irgendwie, dass man sich diese Prozentmöglichkeiten da so etwas variiert und selber gestaltet und erschafft. Vorneab muss ich hier auch an der Stelle erwähnen, dass Steuerberater ein rechtlich geschützter Beruf ist. Ich das nicht machen darf, aber ich berate Steuern. Also das ist ein Unterschied zwischen Steuerberater und Steuern, sagen wir es mal, mediatieren oder sowas. Das ist ja auch so eine ganz interessante Möglichkeit, gewisse Sachen zu gestalten. Allein wenn man das Thema philosophieren würde, würde man Erstaunliches rausfinden und schon staunen eigentlich, was eigentlich so der Konsens da drin hat. Also würde ich mich hier mit einem unterhalten, da würde er so eher sagen, ja, ich möchte möglichst spät mit Immobilien anfangen, jetzt ist es noch nicht die Zeit, ich bin viel zu jung oder sonst irgendwas, also so mit 30 oder sowas würde das mal Sinn machen, damit anzufangen. Ich glaube, das ist genauso der Punkt, wo ich schmackhaft machen möchte, dass ich dann die Leute ihre Zeit nutzen lassen möchte, so als Parallelprojekt zur Arbeit. Nicht, dass man nicht seine Arbeit hinschmeißt oder sonst irgendwas, nee, aber eher, dass man die Zeit, die man hat, einfach nutzt. Und das möglichst jung. Steuerlücken, Steuerbetrug, Steuer whatever. Also man hat da so ein flaumes Gefühl, man kennt sich nicht aus, man hat Halbwissen. Also die bekannteste Geschichte war mit der jungen Dame, die gesagt hat, ich kann eine Textanalyse in 3 Sprachen, aber ich kenne mich mit Steuern nicht aus. Und da wollen wir abhelfen. Der Vorteil ist halt, man kann sich seine Steuern gestalten bei sowas. Also man muss sich nicht Steuern verursachen und viele haben einfach Angst vor diesem Thema. Und ich versuche das mal so leicht wie möglich rüberzubringen in Worten. Ich bin nicht so der Meister im Details zeigen, aber jeder ist selber verantwortlich für seine Taten, also für Steuergestaltung und whatever. Aber ich meine, ich sehe das in meinem Umfeld, dass Nichtwissen schlimmer ist als Fehlinformation oder
gewisse Fehler, die man da macht bei manchen Steuersachen. In dem Punkt möchte ich nach wie vor zum Selbstdenken auffordern oder aus der Komfortzone etwas herauszublicken. Und das ist so ein Ding, da versuche ich mal mein Bestes. Dann haben wir das nächste interessante Thema, Coaching. Da hänge ich noch zwei Themen mit rein, eigentlich in diese Kategorie oder diese Spalte. Unternehmertum und Maklern. Also so langsam wird es ja ein bisschen offensichtlich, wo sich das alles entwickelt, dass das Thema komplexer wird. Und in den Punkten möchte ich mal so ein bisschen beleuchten. Also mir selber war es schwierig mit Vermieten und sowas, manche kleinen Schritte vorwärts zu gehen. Und ich habe halt gemerkt, zum Beispiel Steuern und Makler, das sind schon zwei Fachthemen oder zwei Berufe, die sich überschneiden in dem Thema. Und mit denen hatte ich halt, war ich unzufrieden, sagen wir es mal so, von meiner Seite aus, wo ich gemerkt habe, der Makler sagt, ich bin kein Steuerberater, ich darf das nicht, mach das selber. Und der Steuerberater, der sagt dann halt, ja gut, hier die Rechnung, was soll ich denn übertragen? Geben Sie mir die Quittungen, ich trage das ein, so viel wird das kosten. Keinesfalls möchte ich die Berufe, diese Fachthemen hier schlecht reden, aber das sind so Dinge, wo ich dann sage, ja gut, also viel Debattenspielraum, wo ich mit euch debattieren möchte und euch einlade, da in den Punkten so ein bisschen miteinander zu reden. Coaching ist halt so ein Punkt, der mir auch schwer fiel. Also wo ich dann gemerkt habe, ja gut, ich bin in meiner Komfortzone, da kann ich nicht scheitern, kann nichts passieren, aber ich muss mich da rausbewegen. Und mittlerweile ist dieses Rausbewegen oder dieser Bereich, wo ich eben mittlerweile mit Vermietung und sowas zu tun habe, einfach meine Komfortzone geworden. Und da gibt es ja immer noch andere Spektren, die man betreten kann, wo man sich entwickeln kann. Unternehmertum ist ja auch wirklich... einfach zu sagen, da gibt es auch schwarze Schafe und da möchte ich so ein bisschen darauf aufzeigen, dass man sich so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt, statt gierig und schnell so an das schnelle Geld irgendwie glaubt, sondern einfach mit dem richtigen Fleiß und mit der richtigen Technik, das sich erschafft eigentlich. Also man könnte Immobilien zum Beispiel als GmbH verwalten, würde auch funktionieren, theoretisch. Das wäre dann so richtige Unternehmertum. Als Vermögensverwaltung, das ist so der Schwerpunkt, den ich die nächsten Jahre erstmal vorhabe, ist es wieder eine andere Sache. Aber unterm Strich ist es ein Unternehmertum eigentlich, finde ich. Und das sind halt moralische Aspekte, die man beachten sollte. Also, Gott schützt dies Haus vor Not und Feuer, vor Stadtplanung und von der Steuer. Also die Steuer hatten wir ja schon angesprochen, aber ich meine ja nur, gewisse Sachen sind einfach Glückssachen oder Zufallssachen und das ist, glaube ich, die Unternehmensphilosophie oder so ein bisschen Selbstmotivation und sowas, was man so an den Tag legt, was schon andere hatten. Also diesen Spruch hatte ich an der Lorelei mal gesehen, in Unke, das war mal ganz interessant. Also die Leute haben das so Probleme und solche Sachen auch schon sich damit auseinandergesetzt. Ist die Kultur hier, die man auch weitergibt und da denke ich, gibt es so einige Sachen, wo man beleuchten könnte. So einen anderen weiteren Spruch will ich immer so einwerfen noch, wenn wir schon bei den Sprüchen sind. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Des nächsten wird es auch nicht sein. Auch den dritten trägt man raus. Sag, wem gehört dieses Haus? Also grob gesagt, Selbstphilosophie, die Möglichkeit oder die Selbstfindung dazu weiterzudenken und so ein gewisses positives oder konstruktives gesellschaftlich zugutekommendes Coaching oder motivierendes hier halt hat gedacht. Also es sind ein paar Mediengestalten, die ich dann sehr gerne nennen werde und darauf vielleicht mal eingehen werde, die mir auch so sehr viele Bausteine hergegeben haben, wo ich dann gestaunt habe, was das bewirkt hat. Das sind, glaube ich, so die Sachen, wo man am meisten Angst hat eigentlich. Also wenn ich sowas bei Werbungen und sowas sehe, Coaching und blablub, zocken sie einen Haufen Geld ab und man hat nichts von, aber
das ist eigentlich ein ganz interessanter Debattierpunkt oder Aspekt, wo man miteinander quatschen kann und sagen, ja, wie siehst du das? Wäre das nicht sinnvoll? Wie war das früher? Wie ist das heute? Und ja, Unternehmertum und so. Ja, da werde ich auch noch spezielle Themen oder Richtungen als Richtung definieren hier. Dann das nächste Thema. Tagebuch und Erfahrungen von mir. Ein Thema Immobilien und so. Also ich habe meine ersten Versuche gemacht, meine ersten Hürden da überwunden und das sind so Dinge, wo ich dann hier teilen möchte. Mit den Jahren werde ich ja auch was noch einsammeln und auch mit euch teilen. Das ist eine Erfahrung, die ich gerne wiedergeben möchte hier. Also Erfahrungen zum Beispiel mit Steuern und sowas. Also bei zwei Rückerstattungen bisher nur, das ist ja nicht viel, aber ich meine nur, allein der Ball im Tor-Effekt, wo ich dann immer denke, warum erzählt man davon nicht irgendwie viel? Also das ist gerade doch das Interessanteste, wie das unterschiedlich gehandhabt wird, teilweise sogar. Also als Beispiel wäre, letztens hatte ich bei einem Steuerberater geschaut, der Videos gemacht hat, und da kamen so die Gegenstücke, die ich als Eigentümer so mit drei Fragezeichen betrachtet habe und gedacht habe, hä? So der, oder das Ergänzende oder das Erstaunliche an dem Medium Internet, dass gewisse Sachen sich gut ergänzen eigentlich, wenn es die richtige Informationsebene ist. Dann das nächste Thema ist Justiz. Ich glaube, das Thema ist selbsterklärend und ich hoffe, damit möglichst wenig zu tun haben zu müssen. Aber vom Prinzip bei manchen Sachen, da will ich das auch vom juristischen Standpunkt gerne beleuchten. Wo kein Kläger, da kein Unrecht, aber es ist sehr interessant, die ganze Geschichte mit den Sachen eigentlich, also von Schlüssel bis aber Mietvertrag und so, also das ist ganz interessant, was man da so rausfindet. Ich bin da kein Rechtsexperte und darf da auch nichts sagen, und aber es ist wie mit den Steuern, glaube ich, dann da kann man so ganz viele Sachen sagen, ja gut, so sieht die Theorie aus, so sieht die Praxis aus, ist das umsetzbar, ist das realistisch, also so einen gewissen Diskurs dafür darum machen mit euch, da könnt ihr natürlich auch euren Senf dazu geben, was sehr erwünscht ist. Also speziell bei der Bahn, da zweifelt man manchmal an den Gerichten, wo man sich in den Kopf langt und fragt, ja gut, irgendwo muss ja doch ein Recht sein, rechts oder links oder so nach dem Motto, dass man sich so sortieren kann, aber ja, in dem Punkt da ist es, glaube ich, ein Themenfeld für sich, wo wir dann öfters mal auch ein Themenfeld besprechen können. Das nächste und auch sehr interessante Thema ist die Technik. Also die Technik dahinter, Hausbau von Mauern bis Statistik bis Architektur und. Also so ein Häuschen ist ja quasi für die Ewigkeit gebaut, bei uns in Deutschland zumindest. In Amerika sind es Papphäuser, in Japan sind es so kleine Tetris-Wunderwerke und so weiter. Also da möchte ich ins Detail irgendwie mal reingehen. Ich selber entwickle mich da auch sehr und finde mit dem Erkenntnis sehr, sehr faszinierend. Beispiel Schimmel oder sowas, wie sowas entsteht, Taupunkt im Zusammenhang und sowas. Also da gibt es so einige Sachen von Basics, die halt irgendwie nicht rüberkommen. Also die sind einfach nicht da. Also es gibt viel Konkurrenz, aber irgendwie, das sind so Punkte, einfach fehlt es irgendwie. Also beispielsweise, wenn ich ein Haus aufstocken wollen würde oder sowas mit einem Architekten, mit Handwerkern und so weiter, da gibt es ja Baugenehmigungen und whatever, da wird es ja kompliziert eigentlich vom Prinzip, aber ich meine, wenn man das so ein bisschen mehr in Detail bringt, statt mal über die Turbolader oder die PS-Zahl dazu quatschen, sondern wie das eigentlich Grundschema funktioniert und wie das in der Praxis umgesetzt wird, wie das, wo es Probleme bei sowas gibt und so, das wäre mal so eine Sache, die ganz interessant wäre. Beispielsweise im Eigentümergemeinschaft mit den Wärmepumpen, also ich habe das fast oder von nirgends gesehen, wo die gesagt haben, ja gut, ich kann nicht mal rein von der Genehmigung der Eigentümergemeinschaft meine Wärmepumpe aufstellen. Also es würde gar nicht mal funktionieren, dass ich mal einfach das mache, was ich möchte oder was der Staat von mir erwartet. Also von 5 Wohnungen habe ich 3 renoviert und das ist so ein Ding, wo ich dann auch so ein bisschen Feedback ziehen kann. Für die Zukunft auch mit der Kalkulation das verbinden kann und so.
Also zusammenfassend kann ich sagen, die Materie ist echt kompliziert, aber es lohnt sich. Also ich meine, der Vorteil an Immobilien ist, es ist einfach vom Prinzip. Wenn man einfach nur vermieten will, kann man einfach Geld machen. Es kann man sich verkomplizieren, da kann man sich viel Geld gestalten. Also wer ungern Steuern zahlt, der kann sich da innovativ ausleben und austoben, dann zahlt er weniger Steuern. Kann bis zu so weit gehen, dass man seine Einkommensteuer zum Beispiel senkt. Und das ist eine feine Sache, finde ich. Man hat eine Rente für morgen, man hat heute kaum Steuern gezahlt und so weiter. Also meiner Meinung nach sind das sehr viele Themenpunkte, die miteinander zu tun haben, die aber nicht verknüpft werden. Und das ist so das größte Problem, wo ich das besser machen möchte. So mein kleiner Vorsatz nebenbei. Auch die Akzeptanz und das Verständnis, falls ich wieder irgendwie mit irgendjemandem rede über Immobilien, dass da diese Punkte oder diese Themen sehr ins Gewicht fallen, dass man daraus lernt, anstatt irgendwie mit so Kommentaren wie du Investment-Mogul oder Millionär oder sonst irgendwas konfrontiert werde. Also das sind ja immer noch Welten bis zu dem wirtschaftlichen Hocherfolg, was man sich so einbildet. Also das erste Bild, was entsteht, ist, der ist reich, aber dass dann die Kreativität dahinter steckt oder der Aufwand, die wirtschaftliche Hebelwirkung oder durch die Kredite, dass die Arbeit und die Gestaltungsmöglichkeiten sowie der Gemeinnutzen und sowas, also da ist echt viel dahinter in dem Punkt. Also es ist nicht, du bist reich, du hast nichts dafür getan. Also, es ist genau das Gegenteil eigentlich. Also bei mir ist ja auch so ein bisschen Spieltrieb, wo ich dann sage, ja gut, ich entfalte mich als Mensch und lerne extrem viel über mein System oder meine Welt und verstehe manche Sachen, die in Deutschland nicht selbstverständlich sind, die man mit Fleiß, mit harter Arbeit sicher ermöglicht hat. Besonders der Immobilienmarkt, der im Moment mega Probleme hat, weil es zu wenige Wohnungen gibt oder Wohnungsbereitsteller und so weiter, leidet halt darunter, dass diese Kultur irgendwie totgeschwiegen wurde. Da sind die Leute ausgestorben, die das auf die Beine gestellt haben früher, die nicht nur für sich gebaut haben, die auch für die Zukunft gedacht haben. Ansonsten, ja, ist ein bisschen viel geworden und lang das Video. Ich danke fürs Schauen, aber nicht, dass ihr euch wundert. Die nächste Zeit versuche ich mal auch ein paar Videos davon zu basteln und kommt mit der Zeit ein bisschen mehr mit sowas. Natürlich wird das andere Themenfeld Eisenbahn nicht zu kurz kommen, aber ich versuche da so je nach Lust und Laune dann meine Videos zu basteln. Ich mache das ja alles nebenberuflich, hobbymäßig und ich hoffe, ihr habt da keine Probleme mit einem Kanal alles drin. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis soweit, wer es geschafft hat. Nochmal der Hinweis, also Themen, die euch nicht interessieren, einfach nicht anschauen oder so. Also wie gesagt, wenn ihr euch mehr für Immobilien interessiert, dann guckt halt die Videos an. Wenn ihr mehr für Bahn interessiert, guckt halt das an. Wenn was Politisches kommt, guckt halt weg, wenn es euch nicht interessiert. Also ihr seid frei, euch die Themen rauszusortieren. Ich zwinge euch nicht, das anzuschauen. Bitte ärgert euch da nicht, wenn es ein bisschen sich überschneidet oder nicht die Themen kommen, die gerade gewünscht sind, aber ich versuche da Informationen hier ins Internet zu stellen, die meiner Meinung nach fehlen und die ich auch gerne hätte. Und, mit dem finanziellen Aspekt, da kann ich sogar etwas Informationsmöglichkeiten herschaffen, die sonst meiner Meinung nach fehlen. Also mein Gemeinschaftsprojekt Mediengestaltung YouTube. Ich danke fürs Zuschauen nochmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.